Herzlich willkommen zu Test Drive Offroad. Ein Offroad-Ableger? Wow, okay, das ist eine sehr kurze Ansicht. Das ist ein Spiel, was ich vergessen hatte. Ich spiele alle PlayStation-Spiele chronologisch an, die in Europa erschienen sind. Eieiei, ja, bemängelt wurde die Weitsicht. Zwei Spieler-Modus gibt es auch, soll nochmal wesentlich geiler sein. Wow, okay. Weil. Ja, weil zu zweit immer cooler ist. Bei vielen Aktivitäten so. Ja, bloß halt unter zwei Spieler-Modus, genau, das war das, worauf ich hinaus wollte. Der stockt auch nicht, ne? Also Grafik läuft da auch flüssig, aber nach wie vor die Weitsicht, die ist nicht doll. Okay. Ja, das mit dem Crashen ist schon ganz geil. Kannst du auch Schaden einstellen, hatte ich kurz überlegt, aber noch nicht. Oh, nicht gut. Ich meine, ist schon ganz cool, aber du merkst jetzt, ne, wir sind eigentlich gerade Ende 98 von den Spielen. Und du merkst einfach, ich sollte mich mal ein bisschen sortieren. Du merkst einfach, wie weit das fortgeschritten ist. Also diese Weitsicht bei Rennspielen, die hast du jetzt, also das ist wesentlich besser geworden. Gerade Need for Speed 3 ist da schon draußen. Ja, ich fahre mal lieber hier lang, gibt wohl viele Abkürzungen hier. Need for Speed 3 und da lädt nichts nach, ne, dann kannst du durchfahren und das ist schon krass. No. Aber ansonsten so vom Speed und alles kommt schon geil rüber. Framerate auch richtig Hammer. Gerade für ein PAL-Spiel. Warum der jetzt keinen Bock hatte, wusste ich nicht so. Dritte Runde von 3. Position 3. Position 2. Ein bisschen ausgebaut. Es kommt viel daran für Position 1. Craftet ein. So, können sie nicht vorbei. Aber die Idee ist Hammer und ich mag das, so diese Offroad-Dinger. Liebe es. Irgendwann kommt Motorstorm, darauf freue ich mich. Wird komplett durchgespielt. Dritter geworden, ey, ist das eine Schweinerei. Wir sind aber bei Practice, ist alles gut. Naja, gut. Das war also das Total Time, okay. Gib mir direkt nächste Strecke, bitte. Ja, am Anfang hast du 6 Strecken und die anderen musst du freischalten. Schauen wir nochmal. Wollen wir direkt mal auf Mixed League gehen? Mhm. King of the Mountain Cup. Was haben wir hier? Speed Demon Cup, Mud Runner. Okay, wir fangen einfach mal mit dem an. Und. Hammer. Jeep Wrangler. Land Rover Defender, not Jeep Wrangler. Land Rover Defender 90. Okay, ja, wir nehmen den mal. Gehen wir mal rein. Ich hoffe jetzt nicht dieselbe Strecke. Devil's Elbow. Ist die eben doch so? Ich weiß es nicht. Achso, X. Sorry. Prepare to race. Ladezeit war nicht so lange. Das ging. Ah, schön mit dem Hintergrund. Das ist geil. Ja, okay. Vielleicht probiere ich jetzt mal einen Stick aus. Ich bin schon wieder hier beim Steuerkreuz. Ah, 97 schon? Ende 97 kam das, ne? Schnee. Ja, die Weitsicht ist halt, da musst du die Strecke einbringen, damit hier irgendwas reißt. Ist jetzt auch kein Conor McRae? Ist das richtig? Was soll sagen, wenn du ein Checkpoint also nicht erreichst, musst du zurückfahren zu dem, was ziemlich deprimierend sein kann. Ich bin gerade unsicher, ob ich wirklich hier langfahren soll, weil hier nichts passiert. Jetzt bin ich mir noch unsicher. Bin Vierter. Der Effekt ist lustig, wenn du rüberfährst. Okay. Weiß nicht, ob wir gerade im Kreis fahren. Zeig mir hier an. Wo bin ich denn? Ah, das ist, naja. Vor Weihnachten. Achso, umdrehen soll ich, okay. Machen wir. Vielleicht wäre ich nur Erster. Achso, okay. Das war doch der Checkpoint, oder was? Zeigt er mir den an auf der Karte, wo ich hin muss? Ja, ne? Das glaube ich der jetzt. Wo sehe ich das? Ja, wir wollen ja erstmal die Karte kennenlernen.
Achso, ich bin der Grüne, okay. Und ich hätte den Checkpoint da hinten mitnehmen müssen. Das ist halt die Frage. Kann ich querfeld einfahren? Geil, 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 geil. Ist das Ganze ausdesignt hier? Nee, oder? Vielleicht schon. So Schweizer Fahrzeug oder was? Guck mal. Wow, ich kann quer rüberfahren. Ist ja mal richtig krass. Hätte trotzdem ein bisschen mehr Waldsicht verdient. Komm, komm, da kommen wir hoch. Da kommen wir hoch. Sehr gut. So, warten wir. Und hier ist der Checkpoint. So, von der Seite ranfahren. Genau. Den müssen wir mitnehmen. Ich glaube, wir haben gerade verpasst. Und für hier ist er. Was ist er denn hier? Ach, hier. Hier, hier. Ja, gucke hier, easy. Jetzt werden wir Erster. Warte das ab. Warum passiert mir sowas immer? Das mit der Bahnstrecke war aber auch verlockend. Na, 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 siehst du? Sollte mal auf den Punkt achten. Komm, wir werden noch Erster. Das ist eine harte Grube. Okay, ah, okay, und dann stellt er dich beim Checkpoint wieder hin, oder was? Ja, okay. Was ich dann nochmal ausprobieren will? Okay, dann haben wir das. Wir gehen mal auf Optionen und machen mal den Schaden an. Easy ist das niedrigste. Ja, ist ja okay. Okay. So. Probieren wir den mal aus. Die hatten wir gerade. Desert Track. Da gehen wir nochmal rein. Jump Jet. Prepare to race. Ja, alles aber auch mehr so im Kreis. Ich kann es gerade zeitig nicht ganz einordnen, wie viele andere Offroad-Spiele da schon raus waren. Also mit einem. Mit Colin McRae kannst du auf jeden Fall nicht mithalten, das ist klar. Ich glaube, jetzt kommen irgendwie. Also in den nächsten Tagen könnt ihr euch auf ganz, ganz viele Rennspiele oder alle 3 Tage zumindest ein Rennspiel gefasst machen. Naja, ist doch immerhin was. Weil ich glaube, jetzt kommen irgendwie 4, 5 hintereinander. Bei Fußball gucke ich schon, dass dann so also ein paar andere Titel dazwischen kommen. Aber Rennspielen, die gehen schön, die gehen hintereinander, ne? Also geht schon. Sowas wie Test Drive 5, was eine andere Serie ist, das ist ja Test Drive 4x4. Und von Offroad einen Ableger. Und Test Drive 4 hatten wir schon, jetzt kommt Test Drive 5. Was kommt noch? Toka. Toka 2 müsste es sein. Von den Machern, die auch Gran Turismo gemacht haben, glaube ich. Das wurde auch so vorwiegend, zumindest im Vorgänger, im Kreis gefahren bist. Da kannst du also nicht durch. Ich habe versucht zurückzukommen. Okay. Wird den Checkpoint nicht verpassen. Ja, muss halt die Karte kennenlernen, ne? Aber geht. Grafisch ist das okay. Ist jetzt nicht mega auf Realismus. Oh, cool. Ganz schick gemacht. Ja, dieses Nachladen, das stört halt ziemlich das Ambiente, finde ich. Aber Maniac hat getitelt, selbst für die Zeit, dass das einfach technisch nicht ausgereift ist. Ist dann immer so ein bisschen schade, wenn Spiele dann deswegen ja, das Potenzial verschenken. Weil dann da die falschen Leute dran saßen oder nicht erfahren, Leute, die nicht erfahren genug waren oder man das 2 Monate vorher rausbringen wollte, so eine Dinge. Ist immer ein bisschen schade.
glaube, das hat schon. Es hat uns einige Klassiker gekostet, kannst du sagen. Das ist eigentlich eine dumme Random-Aussage, aber schon, ne? Will nicht wissen, wenn da einige Leute die richtige Zeit bekommen hätten, was dann rausgekommen wäre. Andersrum, wenn einige keinen Zeitdruck gehabt hätten, wären, glaube ich, einige Spiele gar nicht gut geworden. Ne? Also beide Seiten. Auf jeden Fall. Ich bin erst. Ich muss mehr labern. Wenn ich nichts mitbekomme, mache ich mir auch keinen Druck und dann ist alles gut. Ja, cool. Gibt's da was? Nee, dann müssen wir bestimmt die Cups gewinnen. Aber ein uncooles Spiel. Cooles Spiel, aber. Also würde mich jetzt nicht interessieren, da ein Let's Play draus zu machen, weil dafür finde ich das mit der aufploppenden. Also, da kommt die Atmosphäre nicht genügend bei mir auf. Das ist leider das Problem. So, Schaden haben wir an, genau. Jetzt gucken wir mal bei Practice Race, dass wir nochmal ein anderes Auto nehmen. Den hat man noch nicht. Was haben wir hier? Ein Hammer? Achso, okay. Den nehmen wir. So, und das wäre noch ein Desert Track. Ein Dirt Track, okay, mit sehr viel Wasser. Da müssen wir auf jeden Fall reingucken. Da habe ich Bock. Telefon klingelt, ich hoffe, man hört es nicht. Prepare to race. Ja. Aber Framerate, nach wie vor schon stabil. Haben sie wahrscheinlich. Kann ich das denn? Oh, ich kann auf Select die Kamera umstellen. Interessant. Oh, sowas ärgert mich. Komm, erster werden wir. Oh, das, so kannst du ja viel besser fahren. Wie du einfach siehst, wie es aufgebaut wird. Auf Easy brauchst du auch nicht da meinen ganzen Finger auswählen. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Wer weiß, war bestimmt wichtig. Schade, ich dachte, ich fliege rüber. Das ist ganz geil. Schaden ist an, aber ich weiß nicht, woran du siehst, wie viel du jetzt hier bekommst. Hast doch gar keine Schadensanzeige irgendwo. Und die Autos sehen auch alle ganz aus. Vielleicht wirst du dann einfach langsamer oder qualmst sowas in die Richtung. Das ist lustig mit dem Auto, weil du guckst einfach die ganze Zeit da, wo es aufgebaut wird hin. Nein, 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 ich bin ganz weiter. Da mal kurz gequalmt. Das ist vielleicht das mit dem Schaden. Nee, das hatten wir direkt erst so Runde auch, ne? Letzte Runde. Jetzt bin ich mal gespannt. Danach machen wir, glaube ich, direkt den Nachfolger. Und der sollte bei euch in 3 Tagen kommen. Selber Slot von der Uhrzeit wie das Video. Müsste gerade nicht sicher 22 Uhr sein, ne? Ja, ich würde sagen, machen wir wirklich danach direkt den Nachfolger. Ich bin zu gespannt, was sich da alles geändert hat. Sehr geil. Wenn es euch gefallen hat, super, super gerne Daumen nach oben. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und, ja, an sich cooles Spiel, ne? Das mit einem Aufbau, ne? Dass die Karte sich so spät aufbaut, ist ein bisschen schade. Ja, bis dann.